Der Abschluss einer mehr als erfolgreichen zweiten Saison wurde noch einmal letzten Endes mit dem ganzen Team gefeiert. Und zwar in einem schicken Restaurant. Masashi Yamamoto wünschte uns noch viel Erfolg für die Zukunft und hoffte darauf, dass wir vielleicht in der nächsten Saison sogar den Konstrukteurstitel, also ganz nach oben kommen können. Mit Sergio Perez ging es danach auch noch zu einem schicken Nachtclub und da wurden auf jeden Fall die krassen Dance-Moves rausgehauen. Und natürlich die ganzen Siege, Doppelsiege und natürlich auch die ersten beiden Poles von mir dementsprechend gefeiert. Das war auf jeden Fall ein würdiger Abschluss für die Saison. Jo Freunde, was geht? Damit willkommen zu einer neuen Folge der F1 2020 My Team Karriere. Ich nehme das Ganze im Anschluss an die vorherige Folge auf, also das Ende der zweiten Saison. Und jetzt gibt es die ganzen Entscheidungen. Und zwar zum einen wird bekannt gegeben, wie wir unser Team umbenennen werden und zum anderen eben welchen Teamkollegen wir holen. Und da würde ich sagen, gehe ich erstmal rein zu dem Fahrermarkt. Ihr wisst es wahrscheinlich schon so grob. Und zwar am Ende der letzten Saison wollte ich ja auch Sebastian Vettel verpflichten. Und den können wir jetzt hoffentlich auch verpflichten. Ich gehe mal rein mit dem 88er Rating. Sebastian Vettel eben ein richtig sympathischer Fahrer, mein Lieblingsfahrer der F1 aktuell. Und auch mit den ganzen Titeln damals bei Red Bull war richtig nice. Und jetzt geht es eben in die Verhandlungen rein, sogar um 3 Punkte schlechter bei Rennkunst und Aufmerksamkeit, aber dafür Tempo besser und Erfahrung besser. Dann gehe ich mal rein zur Kontaktaufnahme. Ich hoffe, wir haben genug Geld. Aber dürfte da nicht passen. Perfekt, natürlich erfolgreich. Diesmal schaffen wir auch alles. Und zwar die Ergebnisse, die sind ja auch wichtig, damit ihr eben schön die ganzen Sachen akzeptiert, die Anforderungen. Und zur Bolidenleistung mindestens 5. haben wir locker erfüllt und Geld natürlich auch. Und damit geht's rein in die Verhandlungen. 21 Millionen haben wir. Jetzt geht's los mit der Auktion gegen Ferrari. Dann würde ich sagen, erstmal ein großes Angebot und noch eins und noch eins. Ich hoffe, jetzt können wir Ferrari überbieten. Angebot wird geprüft. Okay, Ferrari kommt sogar noch ein bisschen höher. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben dauernd geboten. Damit haben wir Sebastian Vettel für 11,85 Millionen. Also gar nicht mal so viel, glaube ich. Weniger als der Marktwert oder keine Ahnung. Ne, das Gehalt ist 11,85 Millionen. Also geht das eigentlich, weil Perez war ja auch gerade mal 9 Millionen. Also nur knapp 3 Millionen teurer der Sebastian Vettel und 5 Millionen eben Ablöse. Heißt, kann man auf jeden Fall machen. Klar, jetzt ein bisschen Geld quasi unnötig verbraucht, aber dafür echt einen nicen Fahrer, den ich natürlich für den Rest der Karriere behalten möchte. Ich hoffe, der tritt jetzt nicht direkt zurück nach der dritten Saison. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich mit den anderen Sachen? Stimmt, die Verbesserung fast vergessen. Erstmal hier Strapazierfähigkeit und dann hier nochmal die kleinen Updates, damit die schön gesichert werden. Ist natürlich auch wichtig. Das hier, okay, den Rest können wir noch nicht machen, aber dürfte für fast jedes Upgrade, glaube ich, reichen. Ich glaube, für die 4 könnte es nicht mehr reichen oder für 2 zumindest. Wir bekommen nochmal ein paar Ressourcenpunkte, nochmal ein Presseinterview, genau. Sehr schön, da geht's nochmal rein für Will Buxton. Also das war's dann eben jetzt mit Sergio Perez. War echt ein starker Teamkollege, leider eben nur eine halbe Saison. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen am Ende der ersten Saison. Es ist schön, wieder hier in Ihrem Hauptquartier zu sein. Und ich muss schon sagen, seit unserem letzten Besuch hat sich hier viel geändert. Also hier meine Fragen, legen wir los. Sie konnten neue Sponsorenverträge aushandeln. Wie wichtig ist diese Finanzspritze für Ihr Team? Vettel ist 5-facher Weltmeister. Glauben Sie, er denkt, mit Ihrem Team hat er eine Chance auf einen weiteren Titel? Ihr Team gehört zu den Führenden in der Konstruktionsmeisterschaft. Was ist Ihr Geheimnis? Wie konnten Sie so viele Punkte holen? Es scheint, Sie haben nicht viel für die Ausbildung Ihres zweiten Fahrers getan. Halten Sie das für unnötig oder hat er sein Potenzial schon voll ausgeschöpft? Okay, nice auf jeden Fall, dass er auf die Fragen mit eben Sebastian Vettel eingeht, weil wir den eben jetzt verpflichtet haben. Eine komische Frage. Betrachten Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem zweiten Fahrer als langfristig oder werden Sie sich, wenn es geht, nach jemand anderem umschauen? Es hat mich sehr gefreut, dass wir hier sein durften. Viel Glück auf der Strecke. Jetzt bekommen wir noch mal ein paar Ressourcen, die sind jetzt wichtig für die letzten Teilverbesserungen. Dann gehe ich mal rein, ich denke, wir müssten noch 2-3 schaffen. Dann mache ich auf jeden Fall das hier, weil da bekommen wir eben die Richtung freigeschalten. Ansonsten 2 kleine Teile für die Leistung. Also noch 1 könnten wir machen, das ist halt ein bisschen blöd, weil jetzt 3 quasi scheitern werden. Dann mache ich einfach das teuerste und zwar hier für die Leistung.
Bisschen blöd gelaufen, weil eigentlich hätten wir genug Ressourcenpunkte gehabt, hätte ich nicht so viel noch weitere Updates gemacht, aber so schlimm ist das ja jetzt nicht. Drei kleine Updates sind ja nicht die Welt. Wir haben sowieso kaum mehr zu tun in Sachen Autoentwicklung. Beim Chassis gerade mal noch 1, 2, 3, 4 Updates. Bei der Aerodynamik 3 und eben dann den Fokus auf den Motor legen. Okay, da gibt es nochmal ein paar Sachen. Gewichtetraining und dann kommt eben das Saisonende. Dann gibt es ja auch den Screen, wie wir eben unser Auto quasi umbenennen, beziehungsweise das Team. Und damit schließen wir die Saison ab. Das Ende der zweiten Saison. Diesmal auch alles richtig gemacht. Nicht so wie eben am Ende der ersten Saison. Da war es ja ein bisschen blöd mit dem Teamkollegen, weil ich dachte, wir bekommen zuerst das Geld und können dann den Teamkollegen holen. Aber das war ja ein bisschen blöd geregelt hier im Spiel. Eben umgekehrt. Und da haben wir Sebastian Vettel schön jetzt mit dabei in unserem Anzug. Und jetzt Team Rang 19, also fast das Maximum. Geld bekommen wir einfach 54 Millionen, alles klar. Also das ist echt heftig, einfach mal 40 Millionen für Platz 2 bekommen. Hier die Statistiken nochmal, Vettel mit einem Sieg, wir mit 7. Aber Vettel ist ja nicht für uns gefahren, sondern für Ferrari. Wir mit 2 Pole Positions, Zweiter in der Meisterschaft. Die Statistik von Perez sehen wir leider nicht mehr. Das ist halt die Sache, finde ich blöd gelöst, dass man eben zuerst den neuen Teamkollegen holen muss. Und dann quasi die Saison beendet, ist halt ein bisschen komisch. Damit sind wir jetzt im Teamauswahlmenü und jetzt seht ihr die Lackierung und daran könnt ihr wahrscheinlich schon erkennen, um welches Team es sich handeln wird, beziehungsweise um welchen Namen. Quasi schon die Voreinstellung, als hätte das Spiel hier schon geahnt, was wir machen möchten. Und zwar Aston Martin wird jetzt hier auch ins Spiel kommen, wie auch im Real Life. Das konnte man ja vielleicht schon erahnen an der Verpflichtung von Sebastian Vettel, hier jetzt mit der Lackierung. Und jetzt wird natürlich das Ganze nochmal bearbeitet, beziehungsweise auch die Anzüge und Teamdetails. Nicht mehr Honda, sondern eben Aston Martin jetzt auch hier bei uns in der Karriere am Start. War ja auch einer der Vorschläge, der am weitesten oben gestanden hat bei dem einen Video. Und jetzt eben hier mit Aston Martin und Sebastian Vettel. Richtig nice. Aston Martin Racing, den Sponsor, stimmt, Motor, werden wir auf jeden Fall jetzt auch wechseln. Dann schaue ich mal, wahrscheinlich Mercedes, denke ich, kosten 3,3 Millionen und hat ja eben auch im Real Life quasi Racing Point, beziehungsweise dann nächstes Jahr Aston Martin als Ausstatter. Mercedes auch mit der besten Performance, dann wähle ich die auf jeden Fall jetzt aus. Bin ich mal gespannt, gibt ja auch einen anderen Klang. Aber krass, was da jetzt rechts da steht, einfach 65 Millionen. Krasse Sache, als Hauptsponsor könnte ich mal echt einen neuen nehmen. Lächerlich, dass die Ziele einfach immer noch die gleichen sind. Schon komisch. Ist jetzt eigentlich egal wegen den 4 Millionen mehr oder weniger, weil ich möchte einfach jetzt mal einen schönen Sponsor nehmen. Distort sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, da nehme ich die sogar. Und zwar hier jetzt der neue Sponsor Distort. Platz 8 mindestens abschließen. Bisschen weniger Geld zwar, aber sieht dafür nice aus. Also jetzt endlich auch mal einen neuen Sponsor und dann bestätige das Ganze. Teamabzeichen, stimmt, das muss ich auch nochmal ändern. So sieht das Logo jetzt aus, kann man auf jeden Fall machen. Die Teamfarben, genau, die werden natürlich auch nochmal geändert. Schön das British Racing Green natürlich als Hauptfarbe. Genau, das dürfte passen. Die ersten Martin in der GT3 haben ja auch so ungefähr die Farben bzw. die Lackierung. Dann geht's mal weiter. Die Anzüge kann man leider nicht ändern. Natürlich wieder die lange Saison, die normale. Und damit geht's rein in die dritte Saison hier bei der MyTeam-Karriere. Ein paar Sachen sind gerade, glaube ich, fertig geworden. Wir haben echt sehr, sehr viel Budget gerade. Das ist echt krass. Dann schaue ich mal rein, was könnte man denn machen? Ah, das sind ja diese krassen Dinger, die man entwickeln kann. Oder man macht direkt ein Trainingslager für Vettel. Der ist ja sowieso schon gut. Dann würde ich sagen, erstmal das hier. Triebwerk und Strapazierfähigkeit. Weil bei Aero und Chassis sind wir sowieso ganz gut dabei mittlerweile. Einfach mal ein Fahrertrainingslager, weil da bekommen wir auch viele Ressourcenpunkte. Sind ja auch wichtig. Und dann würde ich sagen, kann man echt mal richtig krass die ganzen Sachen hier entwickeln. Und zwar erstmal bei der Aerodynamik, weil jetzt müssten wir locker Stufe 3 überall easy schaffen. Dann würde ich sagen, gehe ich mal auf die Qualitätskontrolle. Und beim Motor genau das gleiche, würde ich sagen. Damit wir einfach da die Stufe 3 nehmen oder Ressourcenpunkt erzeugen, wäre auch nice. Erstmal gehe ich dann ins Analysezentrum, kann man auch mal machen. 1 Million ist ja gefühlt nichts. Und dann Fitnesscenter 4 Millionen. Den Simulator braucht man eigentlich nicht, weil ich glaube, Vettel hat sowieso eine 99. Dann kann man, was kann man noch machen? Aktivitätenplanung 5 Millionen, auch nicht so teuer. Und wir haben echt noch richtig viel Geld einfach. Echt krass. Dann mache ich mal hier bei der Strapazierfähigkeit ein paar Sachen, weil da müsste ich eigentlich auch mal etwas verbessern. Da sind wir noch gar nicht irgendwie dabei. Und wir haben trotz den ganzen Updates einfach immer noch 41 Millionen. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal bei der Ressourcenpunkterzeugung nochmal rein. 15 Millionen.
Und dann hätten wir auf jeden Fall Stufe 3 beim Triebwerk auch mal freigeschalten. Richtig nice. Sieht doch schön aus jetzt hier bei dem Balken. Die grüne Farbe eben. Genau, Entwicklungen leider eben die drei Updates, die ich nicht mehr retten konnte beim Motor. Da müssen wir natürlich noch warten, was Mercedes eben macht als Hersteller. Wir sind eben jetzt nur noch drittstärkster Motor. Mercedes auf P1, dann eben Racing Point. Aber ansonsten ganz vorne mit dabei. Chassis und Aerodynamik mit Abstand. Auf jeden Fall eine nice Konstellation. Jetzt kommen erstmal die ganzen Updates rein. Das ist sehr gut. Und da bekommen wir schöne Ressourcenpunkte. Okay, krass. Strapazierfähigkeit ist irgendwie jedes Auto mega weit unten, komischerweise. Anscheinend hat das jeder verpennt oder was. Und Antrieb sind wir, ja, ganz normal dabei. Also da hat anscheinend jeder was investiert. Aber bei der Strapazierfähigkeit hat es jeder vergessen. Dann geht es erstmal zur Autovorführung. Lass uns ein bisschen was ausgeben. Okay, die Updates kommen demnächst. Dann würde ich sagen, starte ich einfach mal irgendein kleines Update, weil warten ist ja auch nicht so unbedingt hilfreich, um die Sachen voranzubringen. Chassis sind wir echt krass dabei. Mega großer Vorsprung. Ein großes oder ein kleines ERS-Update? Ja, hier ein großes. Warum nicht? Und dann kann man sich auf jeden Fall später den anderen widmen, dem Ultimativen wahrscheinlich hier bei der Leistung. Wir bekommen nochmal Ressourcenpunkte. Und jetzt werden auch die Updates hier fertig. Sehr schön, Trainingslager und eben Stufe 3 beim Motor, damit auch mit der maximalen Stufe hier am Start. Sehr nice, sieht auch cool aus. Und damit haben wir jetzt schön alle Updates beim Motor frei und zwar wirklich ein ultimatives bei der Leistung. Das kann man direkt mal starten, das ist doch nice, aber mit der normalen Entwicklung. Und zwar ein neues Auspuffdesign, wären wir auf jeden Fall schon auf Mercedes-Niveau. Und ansonsten mehr können wir jetzt nicht machen. Und da kann ich jetzt aber das hier noch machen, bei der Aerodynamik-Qualitätskontrolle. Wären wir dann eben auch fertig mit Stufe 3. Das ist echt nice. Haben wir auch die ganzen Updates hier frei. Die Sponsoren packe ich noch kurz aufs Auto, aber sonst gibt es nicht mehr so viel zu machen. Damit würde ich sagen, war es das jetzt mit der ersten Folge von der neuen Saison, beziehungsweise der Übergang von der alten zur neuen Saison. Also Leute, lasst gerne wie immer ein Like da, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare zu Sebastian Vettel und zu Aston Martin, dass wir jetzt eben das Team hier im Spiel haben. Also Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge, dann mit dem Start in Australien, habt noch einen schönen Tag und ciao!